Helden. Unser Kampf hat dich verändert. Zum Besseren. Akzeptierst du die Wahrheit, die die Götterältesten leugnen und die der Grund für meine Verbannung war? Die einzige Wahrheit ist, Shinnok, dass denen, die das Erdenreich schänden, keine Gnade gebührt. Ich vernichte unsere Feinde, bevor sie uns vernichten. Angefangen mit dir. Nur wie, Raiden? Nicht mal du kannst einen Götterältesten töten. Es gibt Schlimmeres als den Tod. Dich an Liu Kang und deine Unterreich-Lakaien aus. Du wirst ihnen als Warnung dienen, als Manifest meines Zorns. Nicht dein Schicksal, Shinnok. Erneut hat der Donnergott die Waagschale ins Ungleichgewicht gebracht. Doch sei dir gewiss, das Universum beugt sich stets meinem Willen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Seit 25 Jahren sind die Spezialeinheiten Schild und Speerspitze des Erdenreichs. Wir schlugen Shao Kahn zurück, besiegten Shinnok, bezahlten aber für jeden Sieg einen hohen Preis. Vor kurzem wurde Commander Jackson Briggs ehrenhaft entlassen. Seine Wunden, sowohl physische als auch psychische, ließen uns keine andere Wahl. Wir ehren Jackies Vater und das durch ihn erbrachte Opfer, als er tat, was er stets tat. Das Erdenreich zu verteidigen. Sergeant Cage, vortreten. Dank ihrer Führungsstärke und Entschlossenheit wurden sie befördert zum Commander. Aber ihr Nachname nützt ihnen nichts. Sie müssen in alter Spezialeinheitentradition noch einen letzten Test bestehen. Den Offizier vermöbeln, Ma'am. Also Sie, Ma'am. Versuchen Sie es doch, Sergeant. Mal sehen, ob Sie zu was taugen. Fight!
Tor. Ich liebe mein Spielzeug. Disziplin. Commander Cage meldet sich zum Dienst. Meinen Glückwunsch, Commander. Ach komm, Dad. Musst du schon los? Du hast deine Pflichten, Commander. Ich hab meine. Die nächste Fortsetzung von Ninja Pantomime klingt für mich nicht gerade nach Pflicht. Ich muss für dich sorgen, genauso wie du es von mir gewohnt bist. Mann, Leute, ich kann euch hören. General Blade, Cassandra Cage. Was ist Raiden? Das Unterreich. Wir sollten Kontakt aufnehmen. Vielleicht gibt es eine Erklärung. Liu Kang und Kitana waren einst Freunde. Sie wurden unverkennbar von Shinnoks Bosheit gezeichnet. Sie sind nicht länger die Champions, die wir einst kannten. Wir müssen einen Präventivschlag einleiten. Wir hätten schon früher angreifen sollen. Wie ist das Ziel? Tief unter dem Schloss von Liu Kang und Kitana liegt die Kathedrale von Shinnok. Das Zentrum seiner Macht. Vernichtet man sie, vernichtet man auch die Armee der Untoten. Und die Bedrohung für das Erdenreich. Bist du nicht schwächer im Unterreich? Ja, aber ich bin stark genug, die Armee der Untoten in Schach zu halten. Das verschafft uns Zeit, in die Kathedrale einzudringen und sie dann zu zerstören. Nageln Sie uns fest, kommen wir nicht raus. Wenn das Erdenreich überleben soll, müssen wir bereit sein, Opfer zu bringen. Oh, hör mal, ich kann deine ganze finstere Leier mit den Opfern und diesem düsteren Scheiß nicht mehr hören. Du verlierst ja keine Familie. Ich kenne Schmerz, Johnny Cage. Raiden hat recht, Johnny. Wir sind nicht bereit für einen neuen Krieg. Wir müssen die Armee des Unterreichs vernichten, bevor Liu Kang sie hierher bringt.
sind in Position. Raidens Ablenkungsmanöver klappt besser. Hinfort! Oder ihr spürt den Zorn des Beschützers des Erdenreichs. Als Raiden bis hierher kommt, vernichtet ihn. Das Narbengesicht des Kabar? War er nicht Kanos Handlanger? Lass dich von den Narben nicht täuschen. Er ist schnell. Kümmere dich um ihn und Jade. Ich gehe nach unten und platziere das C4. Alles klar. Ah!
du verlierst so schnell, wie du läufst. Jackie, wo ist Jade? Davon gelaufen. Sie holt wohl Hilfe. General, wie ist die Lage? Noch 10 Minuten. Die Pfeiler stehen viel zu weit auseinander. Kann ich helfen? Negativ. Gebt uns Deckung. Noch 10 Minuten? Wir müssen in 5 hier raus sein. Dann sitzen wir in der Scheiße. Wir haben noch C4, oder? Ja, wieso? Verschaffen wir uns doch damit Zeit. Losgehen. Imperatorin der Toten. Ich habe unsere letzte Begegnung im Himmelstempel nicht vergessen. Sind deine Narben verheilt? Fight! Yeah.
sitzt fest, Cassandra Cage. Und du warst eins der Auserwählte. Raiden hat recht. Was auch immer Shinnok dir antat, du bist verloren. Folgt. Spielzeug. Fick dich. General, hörst du mich? General, Mom! Ich bin hier, Cass. Haltet durch, wir holen euch da raus. Sie sind tot, Cass. Und ich werde es auch nicht schaffen. Was? Ich lass dich auf keinen Fall zurück! Bring dein Team nach Hause. Das ist ein Befehl. Deine Pflicht. Ich muss die Mission zu Ende bringen. Mom, nein! Wir holen dich raus! Ich liebe dich, Cass. Gib deinem Dad einen Kuss von mir. Ein. Dann brich sie ab, Jackie! Das geht nicht. Commander! Unser Befehl lautet zu verschwinden.
Deine Mutter starb einen Heldentod. Möge unser aller Leben so enden. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Gott sei Dank, ihr seid zurück. Wie lief die Mission? Nein. Sind wir einfach nur schwach. Wir sind verwundbar. Wer bist du? Eine von Raidens Gottesältesten, die uns verspottet? Nein, Kitana. Ich bin so viel mehr. In Balance zu halten. Doch meine perfekte Schöpfung wurde durch Raidens Taten aus dem Gleichgewicht gebracht. Ihr beide spürtet den Schmerz am deutlichsten. Was können wir tun? Die Vergangenheit ist vergangen, oder? Das muss sie nicht sein. Ich werde die Zeit zurückdrehen und die Geschichte wird neu starten. Doch selbst mit all meiner Macht kann ich diese neue Ära nicht allein einläuten. Inwiefern wird diese neue Ära anders? Auf vielerlei Arten. Am wichtigsten jedoch, es wird dort keinen Raiden geben. Womit fangen wir an? Seit Jahren ein Dorn im Auge. Du hast die Bewohner der Außenwelt gepeinigt. Heute wirst du deine Schuld bezahlen. Töte mich, Kotel, und du selbst leidest. Verwechsle mich nicht mit Shao Kahn. Ich lasse keine Banditen auf die Armen los. Shao Kahn befahl es. Sein Wort war Gesetz. Dein Meister ist tot. Genau wie sein Gesetz. Die Außenwelt wird niemals wieder unter ihm leiden müssen. Thank you.
einen Götterältesten. Raiden? Shao Kahn? General Kotal! Kotal Kahn. Kahn? Armseliger Narr, du sitzt bloß auf meinem Thron. Er gehört rechtmäßig mir. Du wurdest vor langer Zeit getötet, so wie deine finstere Brut Mileena. Wir waren beim Mortal Kombat Kampfturnier. Kung Lao hatte gerade Shang Tsung und Quan Chi bezwungen. Das ist bereits Jahrzehnte her. Für uns geschah das alles gerade eben erst. Was für ein Spielchen spielst du, Raiden? Welche Magie steckt hinter dieser Täuschung? Ist es eine Täuschung, so werde auch ich getäuscht. Prallen etwa Vergangenheit und Zukunft aufeinander? Kitana, Baraka, Scarlet. Alles längst vergangene Champions der Außenwelt. Wenn ihr alle zurückgekehrt seid, wo... Ich bin hier, Kotal. Jade. Es ist Sitte der Oshtag, allen Flüchtlingen Unterstützung anzubieten. Ich biete sie dir, Shao Kahn. Ich bin kein Flüchtling. Ich bin Kahn der Außenwelt. Runter von meinem Thron, oder ich tränke diesen Sand mit deinem Blut. Was tun wir? Ich traf Kotal nie, aber er hat einen Ruf als Ehrenmann. Das stimmt. Ich kenne ihn gut. Dann müssen wir diese Krise abwenden und ihm helfen. Bist der ohne Zukunft, Baraka. Deine Takatana sind tot. Unmöglich. Sie verbündeten sich mit Mileena gegen mich. Mach nur weiter so und du stirbst wieder. Fight! Ich bin dein Kampf.
Rex Tarkatana. Die zur Meuchlerin wurde. Lieber an Shao Kahns Hof dienen, als auf der Straße zu verhungern. Ihr Oshtek habt Erfahrung mit Blutmagie, Krotel. Doch ich bin die Meisterin. Fight. Dein Stolz wird dich in den Tod reißen. Kotl! Ich dachte, du wärst tot. Was ist geschehen? Shao Kahn hat mich verraten. Meine Legionen überfallen. Ich wurde für Shang Tsungs Experimente am Leben erhalten. Erst als er starb, wurde ich befreit. Dich wiederzusehen lässt mich diesen Albtraum überstehen. Noch einmal verliere ich dich nicht. Los, hilf den Erdenreichlern. Ich kümmere mich hierum. Dein Ich aus der Zukunft ist kein Feind, Aaron Black. Zur Hölle mit der Zukunft. Ich lebe für den Moment. Angesichts des Wegs hätte ich dich nicht für so leichtsinnig gehalten. Feind! Yeah.
Die Außenwelt hat deine nutzlosen Kriege abgelehnt. Imperien breiten sich aus oder sterben. Dein Feldzug diente allein dir, nicht den Außenweltlern. Folgt. Nicht mehr länger kann. Devorah. Seltsameres habe ich noch nie erlebt. Kotal Kahn, ich bin Raiden, Beschütze des Erdenreichs. Ich weiß. Kennen wir uns etwa aus deiner Ära? Wir waren Verbündete, die zu Feinden wurden. Überraschend. Teilen wir doch beide die Abneigung gegen Shao Kahn. Alles veränderte sich nach deinem Sieg über Shinnok. Shinnok ist besiegt? Unsere Reiche kämpften gemeinsam. Aber der Sieg machte dich härter. Um das Erdenreich zu schützen, hast du andere Reiche, die dir gefährlich erschienen, bekämpft. Das kann nicht sein. Mein Raiden trägt Shinnoks Amulett als Symbol seiner Wut. Sei versichert, Kotal Kahn. Ich bin nicht dieser Raiden. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir müssen die Zeitverschiebung beseitigen und Shao Kahn besiegen. Einverstanden. Lo Kang, Kung Lao und ich werden ins Erdenreich zurückkehren und die dortigen Zeitanomalien analysieren. Wir müssen dieses Phänomen besser verstehen, um es beseitigen zu können. Meine Späher werden Shao Kahn finden. Nun, heißt es leb wohl. Nur ein leb wohl auf Zeit. Shao Kahn darf nicht einfach davonkommen. Ich will Gerechtigkeit für meine Familie und ganz Edenia. Ich kehre zu dir zurück, um zu helfen, Prinzessin. Ich besiegte dein Volk, zerstörte dein Reich. Dennoch hilfst du mir. Wir können ihr nicht trauen, Eure Exzellenz. Kotal Kahn tat es. Und sie verriet ihn an Shinnok. Kotal Kahn? Wieso bin ich tot und er sitzt auf meinem Thron? Ihr wolltet das Erdenreich mit der Außenwelt verschmelzen. Die Götterältesten griffen ein und Raiden tötete euch. Daraufhin wurde Melina zum Kahn.
Nachdem diese hier deine Tochter tötete, ergriff Kotel den Thron. Du hast Melina getötet? Falls das stimmt, wirst du sterben. Devorah steht unter meinem Schutz, Shao Kahn. So wie du. Ich bin Konika. Die Legenden sind wahr? Mir missfällt, wie die Geschichte sich entwickelt hat. Also verzerrtest du die Zeit? Ich hielt die Zeit an. Ich vereine alle, die den aktuellen Lauf der Geschichte verabscheuen. Einen wir Vergangenheit und Zukunft. Finden wir Verbündete aus beiden Ähren. Und wie wird dein Kampf mir zum Vorteil gereichen? Ich biete dir ein größeres Imperium in der neuen Ära, Shao Kahn. Kein Raiden, der sich dir in den Weg stellt. Du kannst Raiden einfach auslöschen? Es ist ein schweres Unterfangen, das viel Macht und Aufwand bedarf. Mein Stundenglas muss durchgehend beschützt werden. Werden deine Außenweltarmeen es verteidigen? Das werden sie. Verflucht nochmal, ich dreh durch. Kann mir jemand irgendwer erklären, was zum Teufel hier vor sich geht? Echt mal. Ich bin seit einer knappen Stunde in der Zukunft und habe noch kein Jetpack gesehen. Kein einziges. Es ist also wahr. Ich ging einen dunklen Pfad. Nachdem Shinnok erledigt war, hast du dich komplett verändert. Rote Blitze, schwarze Kleidung. Eine autoritäre Einstellung. Ja, da fällt mir ein. Wo steckt dein dunkles Ich? Hä? Wieso bist du hier allein und ich habe einen fiesen Zwilling? Als Unsterblicher existiere ich außerhalb der Gesetze der Zeit. Das könnte auch meinen Zustand erklären. Danke. Komisch, nicht? Wenn man nicht der Boss ist. Das ist komisch? Das und Töchter unseres Alters zu haben. Sieh sie dir an. Wie kann ich ein Kind haben? Mit ihm? Tja, immerhin keine Schauspielerin. Na komm, denk mal drüber nach. Wir bekommen beide was vom Gewinn. Im Sommer im Kino. Johnny Cage und Johnny Cage. In Time Quake. Hast du schon einen Schlachtplan? Ich hatte bereits seit Monaten undeutliche Visionen der Zukunft. Aber keine davon zeigte mir das hier. Ich muss die Götterältesten befragen. Liu Kang, Kung Lao. Bitte unterstützt die Spezialeinheiten, während ich weg bin. Ja, Lord Raiden. Folgt mir. Commander? Ja, Mom. Ich meine, General. Ich meine... Das ist auch für mich seltsam. Du hast ja keine Ahnung. Was? Wie soll ich das sagen? Heute Morgen gingen wir auf eine Mission. Und du hast dich geopfert, um uns zu retten. Ach du Scheiße. Echt jetzt? Ja. Und jetzt stehst du hier. Jung genug, um meine Schwester zu sein. Cass, sieh dir das mal an. Ein Unterreichangriff bei der Wuxi-Akademie. Das Unterreich? Shinnoks Tempel zu zerstören, hätte sie aufhalten müssen. Muss die Zeitanomalie sein. Wir müssen den Shaolin-Meistern helfen. Was hätte das Unterreich von der Zerstörung deiner Alma Mater, Liu Kang? Die Drachengrotte, unterhalb der Akademie. Die Jinsei-Energie des Erdenreichs sprudelt in ihren Quellen. Das ist nicht gut. Wir haben gesehen, was passiert, wenn das Unterreich die Lebenskraft des Erdenreichs manipuliert. Sie werden die Grotte nicht erreichen. Sie wird durch mächtige Magie geschützt. Die tödlichsten Fallen. Ich bin sicher, dass unsere Gegenstücke aus dieser Ära sich um die Angreifer kümmern. Kung Lao, Liu Kang, ihr setzt euch besser. Ich sterbe im Kolosseum, du auf einem Dach im Kampf gegen Lord Raiden. Wie ist das möglich? Unsere Zukunft, Liu Kang. Völlig irre. Keines deiner Worte wird daran etwas ändern. Unser Schicksal als böse, untote Kriegsherren zu akzeptieren, auch nicht. Das tue ich nicht. Wir können keine Zukunft ändern, die wir nicht vollständig verstehen. Vertrauen wir Lord Raiden. Können wir ihm trauen? Offenbar führte er uns beide in den Tod.
So viele Shaolin. Sie starben bei der Verteidigung unserer heiligen Stätte. Das Unterreich muss dafür büßen. Hier war, wusste, wie er die Fallen umgeht. Weißt du es auch? Man zeigte es mir nie. Wahrscheinlich hast du da nur nicht aufgepasst. Beachte das Muster. Wähle den richtigen Moment. Das war leicht. Was kommt jetzt? Einiges. Flammenspeier, Speerfallen, Giftgas. Sollten wir die vielleicht umgehen? Das war ich nicht. Aber ich. Scorpion. Du musstest ja diese Zeitfusion überleben. Ihr werdet Kronika nicht davon abhalten, meine Familie und meinen Clan zurückzuholen. Falls Scorpion uns nicht tötet, tun es diese Fallen. Finde einen Weg, sie auszuschalten. Mal sehen, wessen Feuer heißer lohnt.